Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Gemeinde Rade. Gemeinde Rade ist, ne? Ja. Mit dem Boxer Marschierer Paul Simon Ron. Hallo. Moin. Hallo. Hallo. Ich fühle mich immer so verunsichert, was? Wieso? Ja, weil wenn du vier Projekte an einem Tag aufnimmst, dann ist es ein bisschen crazy. Oh, das stimmt. Vier hast du NF auch noch aufgenommen. Natürlich. Ah. Weil unter der Woche keine Zeit, Livestream. Wie mache ich das nochmal? Nein! Steuerung E. Was passiert? Och, Pizza aus dem Mund gefallen oder was? Nö, wollt ihr ein Stück haben? Die Diablo war so scharf. Ey, und jetzt ohne Witz, du fährst an den Wagen ran und der Wagen saugt dich einfach irgendwie an. Ja. Und dann fällt der Bremseballen auf der anderen Seite wieder runter. Ja, kenne ich. Ich bin voll Idiot. Können wir jetzt mal wirklich ernsthaft mal einen Ballenstecker irgendwie uns mal kaufen? Ja, wir haben jetzt gerade das Geld dafür. Das ist das Problem. Ach komm, du Blö! Wir können auch einen Ballenstecker haben, bevor unsere Leute ausgehen. Sonst sind wir hier noch im 19. Aber also nicht im 23. Jahrhundert. Ich habe tatsächlich gerade vorhin eine Mission angenommen. 21 Ansehen. Ja, Zuckerrüben, das würde jetzt ein bisschen dauern wahrscheinlich, aber das gibt halt 21.000 Euro, ne? Das ist halt schon viel. Mhm, das stimmt. Ich bin stolz, wie fleißig du bist. Ja, ich auch. Ja, ich bin echt... Brauchst du ein Stück Pizza? Ja. Nee, danke. Ach, oh, sauber. Ich habe tatsächlich hier... Was habe ich hier? Warte, was ist das? Willst du von hinten ran, oder? Oh Gott. Landliebe Joghurt. Oh. Was ist los? Warum Joghurt? Was sonst? Pizza? Oh, Chips. Oh. Wo soll ich jetzt? Ob das gut geht? Ich bin kein Chips-Typ und wo soll ich jetzt Pizza herbekommen? Sei hier vor. Na, komm hier! Warte mal, ich hab nicht wirklich viel voll. Okay, wir sind jetzt gleich pleite, ne? Okay. Ron! Ja? Wann kochen wir denn mal? Wann willst du denn kochen? Ich kipp hier mal kurz was hin. Ich weiß nicht. Also, ich würde vorschlagen, bald, weil es fragen viele Leute danach. Aha. Ja. Ja, hast du ein freies Datum? Ja, es kommt jetzt drauf an, wie wir es machen wollen. Ja, wie wollen wir es machen? Ja, so wie wir es gesagt haben. So würde ich es vorschlagen. Ja? Wir machen das zusammen. Wir machen das zusammen. Kochen. Okay, das heißt, ich komme zu dir. Boah! Und tschüss. Also boah. Wenn du... Boah. Quält den Servo doch nicht so. Mich wundert hier gar nichts mehr, dass sie so ruckelt und leckt. Warum sind wir denn jetzt pleite? Können wir da die anderen zwei Ballen wegen verkauft? Ja, bin dabei. Okay. Das macht mir so ein bisschen Angst jetzt hier gerade. Ja. Ich gucke einfach nicht nach oben rechts. Ich klebe mir so ein Post-it hin, weißt du? Weißt du, aber Bergmann, wussten wir nicht, wohin mit dem Geld, ne? Und hier geht's den Bach runter. Ich weiß auch warum, aber ich will es jetzt nicht sagen. Ich fühle mich hier irgendwie wie Ansgar. Achso. Sag's, Werner. Traust dich zu sagen. Ich habe halt 2 Stunden Vorbereitung gemacht jeden Sonntag, ne? Das hat halt schon... Meinst du deswegen? Ja, ich glaube schon. Vielleicht sollten wir damit wieder anfangen. Nein. Ja, wir haben keine Produktion am Laufen. Das ist, ist halt das, ja. Jetzt geh halt drauf, du dummer Scheiße. Willst du noch mehr reintun? Mann, ich hätte noch was dabei. Wie viel hast du jetzt? Ja, 80%. Also 2500. Ja, für das Feld reicht's. Also gut. Okay. Ja, tatsächlich, also Produktion, ja, mau hier. Mann! Kriegst du gerade ein Kind oder was mit dir? Ne, es ruckelt wie Sau und da kannst du nichts angurten. Ja, brutal. Bei mir ist gar. Also, du kannst doch alles runterwerfen. Mein Tacho springt auch rauf und runter. Also, ich hab gar nichts tatsächlich. Im Moment geht's bei mir auch gut. Meinst du, wir können hier eine Produktion für Schweinefutter mit draufnehmen? Oh Gott, was wollen wir damit machen? Schweinefutter? Kann man das verkaufen? Wow, Simon, weißt du? Nostalgie, Mann, oder? Das war die Gelddruckmaschine. Ja, aber ich weiß nicht, ob das hier auch so viel Geld gibt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eingetragen ist. Wenn die vielleicht die Leute da draußen einen Vorschlag hätten für eine Produktion, die relativ gut Geld gibt, schreibt ihr mal gerne in die Kommentare. Dann schauen wir uns mal an. Vielleicht ist ja. Ron, wie ist denn jetzt mit dem Kochen? Ja, also, wie wollen wir es machen? Du kannst zu mir kommen, wir haben.
Also ja, ich hab. Also zwar du... eine kleine Küche, ja? Ja. Aber wir können die richtig böse verwüsten. Okay. Wir reden noch vom Kochen, ne? Ja. Okay. Oder ich komme auch zu dir. Ich habe damit auch kein Problem. Ich bin da relativ flexibel. Küche darf aber nicht verwüstet werden. Ich? Hm. Ach, wenn ich koche, wird doch nichts verwüstet. Vielleicht, okay. Vielleicht schon mal eine das, Sonne. Das können wir uns ja noch ausreden, wer zu wem kommt. Ne? Aber wir wollen das zusammen machen. Ja, würde ich schon machen. Die Frage, ich glaube, wird sehr lustig. Die Frage ist, Ron, ob wir beim gleichen Gericht bleiben oder ob wir uns was Anspruchsvolleres nehmen, wenn wir das zusammen machen. Was war jetzt? Okay, was? Das ist jetzt die Frage. Was ist denn noch anspruchsvoller? Oder, ja gut, die Rouladen sind eigentlich so, was ich gelesen habe. Ja, Pillepalle, weißt du? Das ist ja, kommt jetzt Mashira ins Bild. Oh, Mashira, berat uns mal. Das, dann würde ich eher die Community lassen. Dass sie euch richtig quälen. Boah. Also du hast schon was im Kopf, was richtig quält. Also ich back auch einen Kuchen, weißt du? Ist kein Ding. Wow. Ach, Kuchen backen ist doch langweilig. Nee, aber sowas für die reine Nachspeise den kompletten Kuchen selber machen. Boah, das hört sich nicht schlecht an. Das ist ja gleich zusammengerührt. Ja, aber nee, das ist ja nur die Nachspeise, wie gesagt. Wenn, dann muss dann irgendwie so Schwarzwälder Kirsch oder Sachertorte oder sowas. Mach ich auch, also. Was richtig heftig ist. Ich garantiere nicht, dass er das danach essen kann, aber mach ich. Bienenstich oder? Bienen was? Bienenstich. Gesundheit. Das ist ein Kuchen. Achso. Er hätte ein Antiseptikum da. Wow. Wo ist denn jetzt der Ballenhans hin? Der ist immer noch am selben Fleck. Sicher ist er nicht umgezogen. Nicht. Wollen wir die Ballen verkaufen? Oh, wir haben, glaube ich, genug am Lager, ehrlich gesagt. Okay. Ja, weil letztes Mal war es nämlich zu wenig, tatsächlich, wo wir gehabt haben. Ja, aber wir haben ja hinten die ganze Halle vollgestopft. Okay. Ronny, haben wir schon einen Termin? Ich richte mich jetzt voll nach dir. Also ich bin diese Woche definitiv noch zu Hause. Nee, das schaffe ich nicht. Also, warte mal. Warte, ich guck mit auf den Kalender. Also tatsächlich hatten wir ja mal geplant nächste Woche, aber das wird zu knapp bei mir, das funktioniert nicht. Wie gesagt, ist kein Problem, ich bin da relativ flexibel. Dann wird schwierig. So, warte mal. 2. August FSL. 9. August Urlaub. 16. August FSL. 23. August. Ein Samstag. Tag vor der FSL vielleicht? Das schaffe ich nicht, ich reise am Samstag schon ab. Und dann Tag danach? Da muss ich arbeiten. Dann lass uns den 23. festhalten. Ob das dann jetzt 22 oder 23 ist, müssen wir halt gucken, aber so in dem Wochenende. Ja, können wir machen. Du bist dann nicht lange drin, ne? Ist auf der FSL vielleicht eine Küche? Nee, das ist nur ein Fernsehstudio. Sponsert bei Science. Wir können ja live im Studio kochen. Ja, das meinte ich ja. Vielleicht auch mit Lars reden. Vielleicht fragen wir mal Lars, vielleicht ist er da dabei. Ich meine, er isst zwar nichts, aber... Nö, aber es, wie gesagt, Erlangen ist von mir 35 Minuten weg. Ehrlich? Jo. Weil ich muss ja sowieso am Samstag anrücken, weißt du? Dann mache ich einfach, komme ich am Samstag morgen an. Da kann man Samstag kochen. Deswegen kam mir auch die Idee. Ja, keine Ahnung, wo wir kochen, ne? Aber ist ja egal. Wer hat den Anhänger weggeräumt? Der Schrottmann. Huch, Entschuldigung. Was soll ich jetzt mit den Ballen machen? Verkaufen oder behalten? Ja, wenn du schon hier bist, lass du da. Dann braucht doch im Hotelzimmer. Aber, jo. Aber Ron, wenn das nur 35 Minuten von dir weg ist, ne? Da könnte ich doch morgens früh fahren um 9, da wäre ich um, weiß ich nicht, 11 bei dir, 12, sagen wir mal 12. Ja, da kochen wir bis 4, 5 Nachmittag und dann fahre ich 35 Minuten rüber ins Hotel. Können wir auch machen. Das wäre gut. Dann kannst du dir aussuchen am 2. oder am 16. Das überlasse ich dann dir. Okay, warte mal. Und die FSL-Crew ist dann Tester? Oh nee. Am Schluss fallen die dann alle aus und dann sind wir schuld. Dann kommen Klagen. Kosten über Kosten. Ich pack das nochmal ab, aber ich glaube, der 2. würde sogar passen. Ja. Sag Bescheid. Jo, willst du das aufnehmen oder streamen? Wie wär's, wenn wir streamen, hä? Ja, du. Dein Haus, deine Regeln. Wir können streamen. Ich stelle einen Rechner rüber. Gut. Können wir das Equipment dranhängen? Müsste gehen. Muss ja sagen, wenn ich was mitnehmen muss. Ja, das müssen wir dann eh nochmal bereden dann. Ja, ja.
Ich glaube, das wird sehr lustig. Doch. Paul, willst du nicht auch kommen? Du wolltest doch noch Lebkuchen machen. Stimmt, Paul. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt wieder dran erinnere, gell? Also, am 22. wäre gar nicht gegangen, da ist ja das BG-Grillen. Stimmt. Na sowas. Der August ist voll, ich sag's euch. Der August hört sich an wie nur Essen, Essen, Essen. Und danach kommt Weihnachten hinterher. Was ist schon wieder soweit? Sag mal, wie groß, wie weit geht das eigentlich? Ey, sag mal, was ist hier heute los auf dem Server? Also, bei mir läuft das ruckelfrei. Gar keine Probleme gerade. Also jetzt läuft es bei mir auch gut. Du musst daran glauben, weißt du, es ist wie im Casino. Echt? Bin ja so abergläubig. Los. Vergiss es lieber. Manchmal ist es besser, wenn man einfach den Mund hält. Ach so, Ding, okay. Meine Voodoo-Puppensammlung. Hast du ein gutes Internet, Ron? Ja. Also ich kann mich nicht beschweren. Okay. Wieso bringst du sonst deins mit? Nee, aber ich hätte die Technik mitgebracht, dass wir zu zweit, also beide streamen können, weißt du? Ja, das wird auf jeden Fall gehen, das packt er. Ich habe aber auch noch einen anderen Rechner da, also wie gesagt, das ist auch kein Problem, nicht? Ja. Ron, was machst du hier? Moment mal. Ist der Ronny wieder falsch abgebogen? Was machst du denn bei dir? Ach Mann! Ich weiß schon, warum wir nicht vorankommen, weißt du? Sowas hätte es bei der Hofbergmann nicht gegeben. Nee, stimmt, da war das viel besser organisiert irgendwie. Und ich hatte immer eine, wo vorausfährt. Oder hast du einfach dein Navi verloren? Ich hab aber gar keins dran an. Das ist das Schlimme. Aber wo fährst du denn wohin? Ich guck grad, ist die Feld 19? Feld 19 ist das schon gesät? Nein. Ah. Okay. Nee, ich bin jetzt die 30 fertig am Machen. Was soll denn auf der 19 drauf? Sojabeans? Haben wir auf der 30 schon, ne? Also. Dann schnapp ich mir jetzt halt mal den Steuer. Ich meine, wir könnten uns auch nochmal Mais überlegen, ne? Oh, das fällt hier? Ja, gut. Um für die Silos voll zu machen? Geht hier gar nicht drauf mit der Maschine. Nee, wir haben keine Maismaschine. Ah, wie haben wir es denn sonst angesehen? Haben wir die jetzt verkauft? Die andere? Wir haben doch schon mal Mais gemacht. Ja. Ich glaube, der war schon drauf. Also. Als wir das Feld gekauft haben. Kann sein. Was haben wir denn noch hier? Ölrettich, Gras, Grünroggen? Wir können höchstens Grünroggen machen, das können wir auch häckseln. Ja. Du, Grünroggen? Er macht Grünroggen. Simon ist nicht da. Was? So. Hallo. Simon, kriegst du die restlichen Ballen fertig? Zwei Stück liegen noch auf dem Feld. Aber die hole ich dann gleich auch noch. Ja, dann fahre ich nämlich dann diesen Schlepper zurück. Soll ich die jetzt verkaufen oder soll ich sie dann hochbringen? Ronny? Ja? Verkauf sie. Ronny? Alles gut? Ich hab dich gesehen, bin sofort wieder auf meine Spur gefahren. Ich dachte, ich fahre mal nach links rüber, wenn du rechts kommst. Ja, der Ronny ist ein bisschen so ein spektakulärer Fahrer, du. Was, ich? Oh. Niemals. Ich fahre immer anständig, regelkonform. Ja. Solange keiner schaut, darf ich fahren. Ah ja. So ein regelkonform, okay. Ich hab's auf der Holzer gesehen, ja. Das ist ja voll gegen Baum geknallt, ne? Erste Folge. Hey, bei uns später. Ist er nochmal gegen Baum geknallt? Sag mal, Ronny. Was? Ja. Oder? War das die zweite? Ich weiß schon gar nicht. Auf jeden Fall ist er voll. War lustig. Ich habe gerade auf die Karte geguckt, wollte zu Werner runter gucken, wie viel er noch vor sich hat. Und dann sieht man runter so Bock einknicken. Ich glaube, der gute Unimog tut ihm nicht so gut. Ach, der ist ganz schön schnell. Ja. Du, aber weißt du, das Schlimme ist, wenn der an die 80 kommt, dann kriegt er so Flattern im Lenkrad. Ich hatte Flattern auch auf der Karte. Liegt viel Löcher in der Farbe. Ja, das, nö. Das ist doch gut. Schau mal, Werner ist mir auch entgegengekommen, schwer transportierend mit der Bimmelbahn. Ist keine Bimmelbahn. Oh, das ist schon eine Bimmelbahn. Wir machen nur auf uns aufmerksam, damit uns keiner über den Haufen fährt. Siehst du, deswegen habe ich das auch gemacht. Ich habe mich beraten lassen von meinem Fahrzeuglackierer Simon della BG, ne? Und da gesagt, dann nimmst du diese Farbe, sieht dich jeder von Weitem, dann kannst du keinen kaputt fahren. Funktioniert, bis jetzt bin ich keinen reingefahren. Ja, du bist halt die Bäume niedergefahren, ne? Also. Das Grün leidet schon sehr, sehr unter dir, muss ich sagen. Also ich muss schon sagen, mich wundert es, dass das immer jeder gleich sieht.
Gut, ja. Lass uns mal so ganz trocken stehen. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis morgen früh. Da sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderate. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.